Hallo, ihr Lieben. Hallo, guten Morgen. Wie ihr vom letzten Video wisst, wussten wir noch nicht genau wohin. Und wir stehen immer noch an derselben Stelle. Aber wir haben recherchiert. So, ja. Moment, ich habe die falsche Brille auf, ich muss mal gucken. Wir haben zwei Recherchen gemacht. Die eine Recherche, Ja. wie sind Kartenkontingente verfügbar? Da haben wir jetzt gemerkt, dass wohl morgen am Also Montag. heute ist Caminito del Rey komplett Ja, ausverkauft. das war uns klar, wollten wir auch machen. Morgen ist zu. Genau, morgen haben die gar nicht auf. Und Dienstag hat Roland rausgekriegt. Wetter schlecht. Wetter schlecht. Ja, ab Dienstag, also wird er richtig schlecht, man kann jetzt nicht sehen. Und dann hatte Juli gesagt, und wenn es dann noch regnet und dann auch noch Wind hat, Dann gehe ich nicht hin. ja, nee. Und dann haben wir jetzt beschlossen, um diese Unwägbarkeiten, das, was wir eigentlich jetzt nicht planen können, weil es der nicht genau weiß, wie das Wetter ist und wir uns hier 2 Tage rumdrücken müssten, Ronda aber durch haben, macht es keinen Sinn. Dann lassen wir das für dieses Jahr auf jeden Fall aus. Ja, wir müssen ja noch was übrig lassen. Ja, die Für Jule will die zwar eigentlich gar nicht mehr nach Spanien, aber oben. ach, oben will sie noch. Nein, andersrum. Oben will sie Ach, nicht. Ah, ist ja das egal. erklären wir euch irgendwann mal. Im nächsten Kaffeeklatsch oder im übernächsten Genau. oder ja. Kurze Rede. Wir müssen jetzt unser nächstes Ziel ansteuern. Ja, das wird dann vermutlich Granada sein Granada bleiben. und müssen mal schauen, ob wir da Tickets kriegen. Dafür. Oder ob wir nicht da auch schon zu spät dran Nein, sind. das glaube ich nicht. Ich habe letztens recherchiert, da war jeden Tag was frei. Und heute, Gut. wenn wir ja, heute ist Sonntag, heute werden wir mit Sicherheit da nicht hingehen, denn heute Nein. wird die Hölle los sein. Aber heute machen wir schön gemütlich Anreisetag. Also ihr werdet sehen, wo wir landen. Mit dem Königsweg können wir jetzt leider nicht dienen. Wenn er nichts mehr sieht, dann waren wir doch in Camino del Rey und sind abgestürzt. Aber das wisst er dann ja nicht, weil dann sieht er ja das auch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich froh bin, dass es jetzt so entschieden wurde und ich das nicht selber entscheiden muss. Weil ich hätte es schon gern gemacht, aber okay. Ausverkauft ist ausverkauft. Hast du Glück gehabt? Das ist wieder mal Nein, das ist eine. Nein, das. Dollmann-typisch. Nein, das ist nicht Dolmantypisch, sondern ich sage mal, Zu spät. das hat ja auch mit Sicherheit irgendeine Bedeutung. Gut. Weil, wenn das jetzt heute. Das bedeutet, ich kann noch ein Jahr üben. Ja. Weil ansonsten, wenn das jetzt der Wink gewesen wäre, dass du da hingehen sollst, dann wäre heute um 15 Uhr noch ein Ticket frei gewesen. Oh. Ja, und dann hätten wir das genommen. Und so ist einfach entschieden von einer größeren, höheren Macht, dass man das zumindest dieses Jahr nicht macht. Gut. Okay, Verschoben. jetzt packen wir zusammen unseren Krempelgar. Und dann geht's los. Jo. Bleibt dran. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way.
So, hallo ihr Lieben, wir haben es geschafft. Hallo zusammen, wir sind in der Alhambra. Das ist ja schlimmer, wie wenn du, ja ich weiß gar nicht, zum Papst kommst, glaube ich, leichter. Ja, eigentlich wollten wir heute gar nicht gehen, weil es ist Sonntag und wir dachten, es ist extrem voll. Wir standen aber auf dem großen Parkplatz hier gleich direkt für Caravans und sind mit der Emma spazieren gegangen und haben festgestellt, dass es relativ leer ist und dass wir noch Karten bekommen würden, für heute sogar. Und da wir ja eh nicht die sind, die alles bis ins letzte Detail anschauen. Nee, man muss ja immer noch was übrig lassen. Fürs nächste Mal. Haben wir jetzt uns ein einfaches Ticket gekauft. Das heißt, wir gar nicht, weil Roland durfte da nur allein rein. Also eine Person durfte da nur rein. Da fragt ihr mich, was für Ticket das ich will. Mit Pass? Ich habe da keine Ahnung. Also hoffentlich haben wir das Richtige. Ja, wir dürfen und außer alles außer Nazariten. Ja, jedenfalls haben wir jetzt zwei Tickets. Dann wurden noch an zwei Stellen die Pässe kontrolliert und eingescannt. Dreimal haben die jetzt die Pässe eingescannt. Es ist echt abenteuerlich. Also es ist wirklich dafür, dass es hier leer ist, ein Umstand. Was ist eigentlich mit dem Datenschutz? Katastrophe. Ja, das ist vorbei. Okay. So, und jetzt genießen wir das hier ein bisschen. Und schauen wir mal für euch irgendwas sehen. Und schauen uns mal um. Aber wahrscheinlich nichts, was ihr nicht schon gesehen habt. Ewig langer Weg mit diesen riesen Hecken. Windgeschützt. Gut, dass ich die nicht schneiden muss jetzt hier. Stell dir mal vor. Da bin ich aber froh, dass ich keinen Garten mehr habe. Ist die Sierra Nevada. Ja. Schaut schon aus wie eine Skipiste da. Ja. Ist gespurt. Aber wir werden die Ski dieses Jahr nicht auspacken. Ich glaube, die Entscheidung, nicht nach Del Rey zu fahren, war richtig. Die Jule steht am maximal vordersten Punkt. Das ist nur ein Meter. Ja, aber der Weg dort ist nicht einmal einen Meter breit, glaube ich. Okay, machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr. So, wir sind jetzt in der Festung. Cassava. Nein, Cassava, genau. Und hier sieht man das, was innen von der Festung übrig geblieben ist. Es liegen da oben. Was für Kugeln. Kanonenkugeln. Ich dachte schon, du meinst die. Na, keine Schusser. Mann. Habt ihr die Jule murmeln hören im Hintergrund? Hm? Ich hab gefragt, ob sie dich murmeln haben hören im Hintergrund, dass man hier nicht runterfallen kann. Da steht sie jetzt auch ganz mutig vorne. Also das Beeindruckendste an der Alhambra ist für mich der Blick in die Gegend. Ja, das ist toll, ne? Ja,
egal von welcher Seite. Jetzt sind wir auf der das Festung. Ist von oben. Ja. Dahin sind die Kugeln. Dahin sind die Kugeln, die ich vorhin nicht gesehen habe. Wo die Jule zu mir sagt, sind es die Kanonenkugeln. Und ich denke mal, was will denn die von mir? Weil ich genau vor dieses Fenster die Kamera gehalten habe und die Kugeln nicht gesehen habe. Ja, das ist immer wieder ein faszinierender Blick, ne? In die Sierra Nevada. Was kann man hier, Frau? Glennern. Glennern. Also wenn ihr nicht wisst, was Glennern ist, ich erkläre es euch, das ist Hätscheln. Wisst ihr auch nicht, gell? Das ist Hätscheln. Rutschen, schlittern. Rutschen, schlittern, ja. Glennern, sagen die Thüringer. Hätscheln, sagen wir. So, aber jetzt wieder ernsthaft. Kultur. Da unten eine Gruppe. Ja, ihr könnt hier auch Führungen machen. In Englisch, Französisch und Spanisch. Es gibt wohl auch welche in Deutsch, aber das habe ich noch nicht rausgekriegt. Da wir heute keine wollten, haben wir nicht mehr gesucht. Das ist natürlich jetzt die falsche Jahreszeit für die Rosenblüte. Die müsst ihr euch denken. Oh, eine haben sie übrig gelassen. Oh, ich habe extra für euch Rosenblüte, die ist sogar relativ frisch, guck her. Thank you.
dass ich am Klo war. Hier gluckert es überall. Also Wasser hat es hier. Ja, wo haben die das her gehabt? Direkt aus der Sierra Nevada wahrscheinlich. So, servus. Wir melden uns zurück. Ja. Wir sitzen im dunklen Wohnmobil. Also das Wohnmobil ist hell, aber draußen ist schon dunkel. Ja, wir hatten einen anstrengenden Tag. Jo. Wir sind voller Kuddelmuddel, wie immer bei uns. Ja, naja, wir haben halt Entscheidungen entschieden und dann umentschieden. Wir sind also von Ronda nach Granada gefahren. Ja. Da sind wir auf den großen Parkplatz gefahren, wo auch die Wohnmobile stehen können und haben das Wohnmobil so hingestellt, als wenn wir über Nacht bleiben wollten. Weil das war der Plan. Ja, wollten wir ja eigentlich. Über Nacht bleiben, Montag schön gemütlich reingehen. Sogar auf Keile. Nein, wir sind nicht auf Keile. Nein, ich habe einfach... Es war jedenfalls sehr leer. Hinten hochgepumpt. Auf dem Stellplatz für Caravans. Ja. Okay, dann sind wir mit der Emma, weil ich gesagt habe, die Emma muss sowieso laufen und dann laufen wir mal zu dem Eingang von der Alhambra, um zu gucken, was ist denn da überhaupt wie los, was geht da wie ab, was muss man am nächsten noch machen. Weil ganz ehrlich, die Alhambra, wann immer ich irgendwelche Leute gefragt habe oder wann immer ich im Internet irgendwas aufgemacht habe, dann war das immer alles furchtbar kompliziert. Wir haben vorher auch gegoogelt. Ja. Und wollten eigentlich ein Ticket reservieren, weil das ja jeder sagt. Ihr müsst wochenlang vorher reservieren. Ja. Wir konnten uns aber eigentlich nicht festlegen an den Tag, wann wir dort sind und dann schon gar nicht Stunde und dann auch nicht, Roland wusste gar nicht, was er anschauen will. Will er jetzt nur den Garten sehen? Weil ich gar nicht, weil mir keiner erklären konnte, was da eigentlich wie was ist. Okay, wir waren dann jedenfalls da unten und haben festgestellt, es ist selbst am Sonntag, Nachmittag, relativ wenig los und es waren überall noch freie Plätze. Dann haben wir gesagt, okay, hoch, Emma hochbringen, schnell zwei Happen zwischen die Kiemen schmeißen, runter, Tickets kaufen. Haben wir getan. Also, Ticket kaufen ist lustig. Du musst ja da... Also, zunächst mal, es gibt ein ganz einfaches Ticket für 10 Euro, wenn man das da unten am Schalter kauft und nicht über irgendwelche Internethändler oder sonst irgendwas. Ja, die wollen ja natürlich immer noch ein bisschen... Dann kostet es 10 Euro, da kannst du außer den Nasriden... Palästen, alles anschauen. Lustig ist, du musst am Ticketschalter deine Ausweise dabei haben, dann kriegst du deine Tickets, dann gehst du rein, dann musst du deine Ausweise... Tickets durfte wohl gemerkt nur Roland kaufen, alleine, also eine Person. Ja, du hättest ja kaufen dürfen. Ja, andersrum. Ja. Haben wir euch aber, glaube ich, das habe ich ja dann schon vorher reingeschnitten. Also muss dann schon gewesen sein. Das war ein bisschen Kuddelmuddel und ja, was du sagen wolltest, dass wir mussten dann an jedem Teilchen dieser ganzen Anlage wieder erneut unsere Pässe vorzeigen. Und die Eintrittskarten. Und die Tickets und es wurde immer alles eingescannt. Ich weiß gar nicht, was die für Probleme haben. Also, es war ein wenig spooky. Ich muss dagegen sagen, die Eintrittskarten, bitte, wenn ich es jetzt vergleiche mit, was wir in Ronda bezahlt haben für die Stierkampf-Arena, dann waren die geschenkt. Weil du hast ja für die 10 Euro, wir waren glaube ich so 2,5 Stunden wir unterwegs. Wir waren in der Festung, in der Kasaba. Ja, wir waren überall. Außer den Asriden-Gärten. Genau. Balliste, so rum. Die haben wir uns innen nicht angeschaut, da hätten wir die
genau dieses Zeitfenster haben müssen. Sogar mit einem Zeitpunkt. Das wäre aber noch gegangen. Genau. Es sogar war das wäre an, dem Sonntagnachmittag sogar gegangen, ohne Wartezeit. Jo. Ja. Okay. Also, wenn ihr die Alhambra anschauen wollt, wenn ihr im Sommer hinfahrt, müsst ihr mit Sicherheit reservieren. Ja. Ansonsten, wenn ihr jetzt um die Zeit kommt, könnt ihr einfach hinfahren. Ist problemlos. Auch einen Parkplatz zu bekommen mit einem Wohnmobil ist kein Problem. Die Parkgebühren sind natürlich ein bisschen heftig. Die kosten so ein bisschen mehr wie 35 Euro für die Nacht. Also für 24 Stunden. Wir haben jetzt 13 Euro bezahlt, weil wir rechtzeitig... Genau, weil das war, das war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, so, jetzt sind wir eigentlich mit der Alhambra fertig. Granada selber wollten wir uns nicht anschauen. Also haben wir uns beschlossen, dass wir weiterfahren. Jo. War das jetzt schon verraten, wo wir sind? Ja, ich muss immer fragen, weil ich krieg hinterher immer geschimpft, wenn ich sage, wir fahren jetzt dahin. Sag das nicht, du weißt gar nicht, ob wir hinfahren. Allerdings, jetzt sind wir ja schon da. Ihr seht ja, bei uns ist das jeden Tag irgendwie eine neue Entscheidung. Hm. Und wenn wir manchmal euch alle fünf ständig Minuten erzählen, da fahren wir morgen hin und dann fahren wir doch nicht hin, sage ich dann immer lieber zu Roland, sei mal ruhig und dann schaust du morgen nochmal, ob du da überhaupt hin willst. Jetzt sind wir jedenfalls wieder in Almería. An dem Parkplatz, wo wir schon mal waren. Genau, wir stehen wieder in der Strandpromenade. Weil wir gesagt haben, bevor wir jetzt irgendwo hinfahren und irgendwas suchen, was wir nicht genau wissen, ob wir überhaupt was finden, nehmen wir das, wo wir schon kennen. Ja, wir wollten noch einen Sightseeing-Trip, einen Stopp machen, so hier in der Nähe. Ja, bis mir dann wieder einfiel, mein Internetkarte, die 140 Gigabyte, die sind weg. Ja. Also Roland war schon gestern auf dem Dach, weil hier nichts mehr funktioniert hat. Brauchen wir eine neue, deswegen müssen wir hier, muss ja, da nützt nichts, wenn du in der Wüste bist, da wird gerade Digitaler vorbeikommen, sag ich mal. Ja, also brauchen wir morgen einen Shop, wo wir dann ein paar Gigabyte kaufen. Damit wir euch, damit wir euch weiterhin versorgen können. Jo, aber jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig, jetzt versuchen weil wir haben Hunger. Jetzt versuchen wir gerade Brötchen in unserem ja, Aufwärmofen. Also es ist als Backofen verkauft, aber der hat ja bloß eine Unterhitze, die neue Dinge. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir damit Brötchen aufbacken können. Ansonsten fliegt das Ding raus. Das ist echt ein Witz, ne? Ja. Das nennt sich Backofen. Also aber da muss ich sagen, unser letzter Backofen, der war hervorragend. Ja. Aber das ist ja scheinbar nur ein Aufwärmofen. Ja. Ja. Wir testen das noch ein bisschen durch. Und melden uns im nächsten Video wieder. Also, wir beenden das Video für heute. Ja. Liken, kommentieren, kritisieren, lamentieren und immer dran denken, jeder Nachteil birgt in sich den Keim eines noch größeren Vorteils. Habe ich gestern vergessen. Eieieiei. Mhm. Tschüss. Es, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Brüdler sind angeblich fertig, ich glaub's nicht.